Hallo, mein Name ist Ben Watara und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Im heutigen Podcast ist mein Podgast Dirk Kräuter. Er ist einer der gefragtesten Redner im deutschsprachigen Raum. Er wurde öfters nominiert als Speaker of the Year. Er ist Autor und sein Ziel ist, bis zum Jahr 2020 mehr als 1 Million Menschen in Deutschland zu besseren Verkäufern geschult zu haben. Herzlich willkommen, Dirk Kräuter im Podcast. Lieber Ben, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sehr cool. Danke, dass du hier bist. Und ich würde direkt mal starten mit dieser Introduction. Du bist ja sehr erfolgreich, sehr lange schon als Speaker auf dem Markt unterwegs und hast sehr viel Erfahrung. Und ich würde mal ganz kurz die Zeit ein bisschen zurückspulen und gucken, wie hat es bei dir wirklich angefangen? Es gab mal so eine Rede von, fällt mir der Name nicht ein, von Apple, Steve Jobs, genau, Steve Jobs. Er hat mal eine Rede gehalten, die er genannt hat Connecting the Dots, wo er gesagt hat, man kann eigentlich nur die Punkte im Nachhinein verknüpfen. Während man den Weg geht, weiß man manchmal gar nicht, was wichtig ist, was nicht. Aber wenn man zurückblickt, sagt man, dieser Moment und dieser Moment haben mich wirklich zum Erfolg verschafft und waren wirklich ausschlaggebend. Und da würde ich dich fragen, was würdest du sagen, rückblickend, ausschlaggebend für deinen Erfolg, für da, wo du jetzt gerade stehst, wenn du dir jetzt mal in die letzten Jahre zurückblickst? Connecting the dots, ja. Wenn ich das hier zeitlich abgleiche, ist, ich überlege gerade, wo fange ich da an? Ich fange mal irgendwo mittendrin an. Ich war mit einem Freund angeln. Und dann haben wir uns unterhalten über Karl S. Und er meinte dann, den würde ich gerne näher kennenlernen. Dann sage ich, du, triff den doch mal, lad den doch mal ein, machst ein YouTube-Video mit dem. Ja, astrein, so machen wir das. So, und aus dem YouTube-Video ist dann ein kompletter Online-Kurs geworden, nämlich wie wird man erfolgreich? Und ursprünglich sollte dieser Kurs auch vermarktet werden für Redner, Trainer und Coaches. Und ich habe diesen Kurs in der Rohfassung dann bekommen. Das waren, glaube ich, 15 Stunden Material. Und ich sollte dann ein Testimonial abgeben, ein Videotestimonial. Das habe ich dann auch gemacht. Und im Grunde genommen habe ich jedes Mal, wenn ich diesen Kurs gesehen habe, habe ich gedacht, hoffentlich, lieber Gott, tu alles, dass dieser Kurs nicht veröffentlicht wird. Das ist so geiles Know-how. Das sollen meine Marktbegleiter nicht haben. Bitte, 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 sorg dafür, dass er nicht veröffentlicht wird. Ja. Und wie es so spielt im Leben, der liebe Gott hat meine Wünsche erhört. Und es ist erst 2,5 Jahre später, nachdem ich den Kurs gesehen habe, ist der Kurs veröffentlicht worden und auch sehr still und heimlich. Also wirtschaftlich war das kein echter Erfolg. Aber für mich war das ein Startschuss. Das war die allererste Berührung mit dem Thema Online-Marketing. Da hat der Karl das erklärt und der andere Partner, der dabei war, war der Online-Marketing-Partner, der Raoul Plickert. Und dann habe ich mir den Raoul so angeguckt und habe gesagt, das ist geil, der hat ja echt Ahnung. Und dann vereinbare ich mit dem mal einen Termin. Und dann habe ich mal gefragt, ja, kannst du für uns arbeiten und so weiter? Ja. Und ich weiß noch, damals hat er, das ist jetzt schon lange her, da hat er, glaube ich, 4.500 Euro im Monat wollte er pauschal haben, um für uns zu arbeiten. 4.500. Und da habe ich geschluckt und habe gedacht, boah, das ist so viel Geld. Und nach ein paar Monaten, das hat nicht lange gedauert, haben wir dann umgestellt auf prozentuale Beteiligung. Und heute zahle ich ihm ein Vielfaches dieser 4.500 jeden Monat. Und bin darüber glücklich, weil es mich echt nach vorne gebracht hat. Also so connecting the dots, du gehst mit jemandem angeln, dann kommt diese Idee mit dem Online-Kurs, dann bekomme ich es zum Gucken und es war für mich einfach wow. Und heute ist Raoul im Online-Marketing mein wichtigster Partner und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich sein wichtigster Kunde bin. Und das ist so ein Beispiel dafür. Aber es sind auch andere Dinge. Es ist einfach, ich bin ja nicht Verkaufstrainer jetzt erst seit 3 Jahren. Ich mache das seit 27 Jahren und war vorher aber immer als Inhouse-Trainer unterwegs. Ich
bin von Firmen gebucht worden, wo ich dann mit denen Seminare gemacht habe. Und das alles kommt natürlich dann jetzt hier zusammen. Das heißt, du kannst natürlich ein geiles Marketing machen, aber wenn dahinter keine Substanz ist, keine Qualität ist, dann wird das ganz schnell wieder auf die Füße fallen. Und bei mir kommen beide Faktoren zusammen. Das eine ist über 25 Jahre Erfahrung in dem Business, als es gerade losgeht mit dem Thema Online-Marketing. Und bei manchen Dingen kannst du auch zu früh sein. Nehmen wir das Beispiel Podcast. Auch mein Podcast ist ja sehr, sehr erfolgreich, wie deiner auch. Und es liegt aber daran, dass es das richtige Timing war. 2 Jahre früher hätte das nicht funktioniert. 2 Jahre später ist es extrem schwierig, in dieses Ranking reinzukommen, in dem ich da unterwegs bin. Also das Timing ist unter anderem wichtig und eben, dass du eine gute Qualität hast in dem, was du später ablieferst. Also es ist jetzt so, das sind jetzt 2, 3 Dots, die wir da connecten können. Ja, das ist sehr interessant, weil ich kenne jetzt Raoul auch und es ist jetzt natürlich auch ein ganz neues Zeitalter, was Marketing angeht. Ja, durch das Internet, durch soziale Netzwerke ist ja so viel geboostet worden, was vorher eigentlich gar nicht so in dem Rahmen möglich war, so hoch zu skalieren. Und ich finde das sehr interessant, dass du diesen Punkt rausgenommen hast, weil es dann wahrscheinlich auch einen sehr großen Impact gehabt hat in dem, was du machst, weil es ja dann so vielleicht von dem, was du machst, inhaltlich hat sich vielleicht nicht sehr viel verändert, aber durch die Kommunikationslinien und Formen hat sich sehr viel verändert. Das heißt, sehr viele Leute beschäftigen sich sehr oft mit dem, was sie tun und wie sie es tun, jetzt inhaltlich, aber nicht wirklich mit den Strukturen drumherum. Und das ist halt sehr interessant, denn als Verkaufstrainer ist es ja natürlich auch wichtig. Ich hab mal ein Audiobuch von dir gekauft bei Audible. Ich weiß nicht, was das war, vor 2 Jahren oder so. Du warst und da hast du... Ja, genau. Ich habe und da hast du etwas sehr Interessantes gesagt und das fand ich echt super, weil ich denke, dass man das auf alles übertragen kann. Und zwar, was Erfahrung angeht und dass bestimmte Leute in Routinen verfallen. Und da hast du gesagt, dass es mal Leute gibt in Firmen, Verkäufer, wo dann gesagt hast, so die sollten ins Training kommen. Und dann meinten die so, ja, ich brauche nichts, ich habe schon 10 Jahre Erfahrung oder 7 Jahre Erfahrung oder was auch immer, wie lange sie das machen. Und dann hast du gefragt, okay, aber wie, was hast du dieses Jahr gemacht, was anders ist als letztes Jahr? Oder was ist anders, als was du im ersten Jahr gemacht hast? Mhm. Und dann stellt man fest, dass eigentlich Leute vielleicht im ersten halben Jahr etwas gelernt haben und dann eigentlich nur dieses Wissen immer wiederholt haben. Also eigentlich haben sie keine 10 Jahre Erfahrung, sondern nur 6 Monate Erfahrung, die sie einfach über 10 Jahre über immer wieder wiederholt haben. Und dann kann man auch gar nicht offen sein für neue Sachen und wie der Markt sich verändert und die Umgebung sich verändert. Und ich denke, dass das dieser Punkt, dass du das jetzt rausgebracht hast, ist ja eigentlich die größte Veränderung, die es gibt. Und dann auch dieses Timing. Wie wichtig ist dieses offen sein, immer wieder neu lernen, das Alte in Frage stellen und halt dieses Timing? Das ist extrem wichtig, extrem wichtig. Aber da sind jetzt ganz viele verschiedene Ansatzpunkte für mich drin gewesen. Das eine, was du sagst, das kennst du ja auch aus dem Sport. Da triffst du auf einen Sportler, der sagt, ja, ich mache schon seit 6 Jahren Kraftsport, aber ich bin auf so einem Plateau, ich entwickle mich nicht weiter. Und ja, wie lange bist du schon auf dem Plateau? Er sagt, ja, schon bestimmt seit 3 Jahren. Ja, sagt, was hast denn geändert in den letzten 3 Jahren? Nix. Ich habe mir andere Klamotten gekauft. Ja, aber ich sag mal, anderen Ernährung, du hast mal andere Methoden, mal mehr Wiederholungen, weniger Wiederholungen, mehr Gewicht, weniger Gewicht, andere Übungen. Hast du das? Nee, das habe ich nicht. Ja, und da wunderst du dich, dass du auf dem Plateau bist. Wenn du andere Ergebnisse haben willst, dann musst du auch andere Maßnahmen dafür treffen. So, im Sport ist es logisch, ja, wobei auch da passiert es. Und das ist nun mal in der Persönlichkeitsentwicklung genauso. Wenn du immer nur Netflix-Serien guckst, was soll sich da in dem Kopf ändern an der Stelle? Ja, so. Und das habe ich halt oft gehabt bei Verkäufern, die gesagt haben, ja, nicht schon wieder ins Training, wir hatten doch erst vor 2 Jahren Training. Jo, alles klar, lass es. Die Leute habe ich auch heute nicht mehr. Das hat sich bei mir sehr verändert. Ich arbeite nur noch mit Menschen, die freiwillig kommen und nur noch mit Leuten, die wollen. Und das ist eine super Entwicklung in meinem Beruf. Das ist viel, viel, viel mehr Freude für mich und auch für die Teilnehmer. So, warum ist es wichtig, sich ständig zu verändern? Das auch hier wieder die Parallele zum Sport.
Wenn du im Sport immer die gleiche Übung machst, dann gewöhnt sich der Organismus daran und entwickelt sich nicht weiter. Das Gleiche gilt für dein Gehirn, für deine Einstellung, dein Mindset. Das ist das Gleiche. Wenn du immer das Gleiche machst, im gleichen Umfeld bist, die gleichen Dinge tust, die gleichen Dinge verkaufst als Verkäufer, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln. Deswegen ist es so wichtig, dass du zum Beispiel reist und nicht die typischen Pauschalreisen, sondern wirklich auf eigene Faust in andere Länder, andere Kulturen und dich auch dafür öffnest und guckst, was passiert da, was ist bei denen anders. Das ist so unglaublich in der Entwicklung des Mindsets. Du hast einfach Dinge, die du dann viel mehr schätzt, die du hast, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast. Und umgekehrt Dinge, die du vermisst, weil es die bei dir vielleicht in deinem Land, in deiner Kultur nicht gibt. Das Gleiche gilt, dass du immer mal neue Dinge ausprobierst, zum Beispiel beim Sport. Alle 2 Jahre eine neue Sportart ausprobierst, damit du wieder offen bist, wieder was lernst, wieder siehst, wie geht man daran. Den Bekanntenkreis immer mal wieder wechseln. Nicht immer auf die gleichen Partys, nicht immer in die gleichen Business-Netzwerke reingehen. Das war ein riesiger Fehler bei mir. Ich habe mich 15 Jahre lang immer in den gleichen Trainer-Netzwerken aufgehalten. Ich bin ins erste Trainernetzwerk, das war der BDVT, dann ins zweite, das war die GSA, dann das dritte, das war dann der Club 55, das vierte, das war die NSA, die National Speakers Association. Ich war aber immer im Bereich von Trainern und Speakern und da erzählst du dir überall das Gleiche, bis dass ich dann mal gewechselt bin in eine Online-Marketing-Mastermind. Und auf einmal war ich der Unqualifizierteste in dieser Gruppe und habe aber gleichzeitig extrem viel gelernt. Also es gibt so einen Spruch unter Verkäufern, der heißt, wenn du der beste Verkäufer im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Wenn du der beste Verkäufer in deinem Team bist, dann bist du im falschen Team, weil jetzt lernen nur noch die anderen von dir, aber du kannst dich nicht weiterentwickeln. Weil woran sollst du lernen? Ja, das ist, okay. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dieses Umfeld. Und machst du das bewusst, also wie kreierst du dieses neue Umfeld für dich? Weil sehr oft ist es ja so, dass Leute, das ist wie der Fisch im Wasser, gar nicht merken, dass sie eigentlich im gleichen Umfeld die ganze Zeit sind. Und außer etwas passiert zufällig, was sie dann konfrontiert damit, haben sie gar nicht diesen Wake-up-Call oder dass sie merken, so, hey, Moment mal, ich bin gerade in einer Routine, ne, weil das unterbewusst teilweise abläuft. Hast du da etwas für dich, wo du sagst, du reist bewusst oder du gehst bewusst in andere Orte und suchst dir das, sagen wir, alle 6 Monate oder wie machst du das bei dir? Ja, das ist so. Das eine sind Seminare und Konferenzen, wo ich gar nicht mehr groß im deutschsprachigen Markt schaue. Da schaue ich wirklich im englischsprachigen Markt. Und meistens sind dann solche Veranstaltungen auch mit einem hohen Reiseaufwand. Wobei hoher Reiseaufwand hält sich in Grenzen. Ich lebe den Großteil des Jahres in der Karibik und dann bist du in einer Stunde 40 bin ich von zu Hause aus in Miami. Das ist also nicht sehr weit. Es gibt keinen Zeitunterschied, keinen Jetlag und so. Das heißt, ich war jetzt zum Beispiel auf einer Online-Konferenz in den USA vor 2 Monaten in Orlando. Und das ist gut, weil es gab inhaltlich nicht so viele neue Sachen. Ja, das wird auch ein bisschen überschätzt, aber die Art und Weise und die Leute, die da sind. Und das war für mich schon sehr inspirierend und das war ein anderer Blickwinkel. Ich spiele damit, in eine andere Mastermind reinzugehen, die auch in den USA und in Mexiko stattfindet. Dazu muss ich dann, ich glaube, 4 oder 5 Mal im Jahr darüber fliegen, was jetzt auch nicht so der Riesenaufwand ist. Aber das sind dann eben komplett andere Leute. Das ist eine andere Kultur. Das ist ein viel größerer Markt. Mein Markt ist der deutschsprachige Markt mit meinem Business. Das sind 100 Millionen Menschen. Und der englischsprachige Markt ist ein Vielfaches größer. USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Indien, Pakistan, Südafrika, riesige Märkte, wo Englisch gesprochen wird. Und deswegen, wenn die Amerikaner etwas machen, dann hat es direkt Faktor 10 oder Faktor 30 im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland machen. Wenn ich in Deutschland der Oberguru bin, dann bin ich im Vergleich zum Oberguru in den USA eine ganz kleine Nummer. Ja, ich mache das bewusst.
Ich lasse Beziehungen einschlafen, bei denen ich feststelle, da gibt es keine Weiterentwicklung. Mhm. Ja, lasse ich bewusst, also Beziehungen, nicht Freundschaften, ja, aber ja. Beziehungen lasse ich dann bewusst einschlafen und dann trifft man sich halt durch Zufall mal, aber es wird nicht mehr groß geplant. Ja, Konferenzen habe ich schon erzählt. Sportarten mache ich auch ganz bewusst. Da habe ich so eine Bucketlist und da stehen so ein paar Sachen drauf, wo ich sage, manches davon kann ich schon ein bisschen, aber nicht richtig gut. Das will ich noch besser hinkriegen. Und manche Dinge habe ich noch gar nicht gemacht und will sie machen. Mhm. Ja, also ich mache das bewusst, weil ich bin jetzt 50 und das Spannende ist, ich will einfach nicht alt werden. Mhm. Klar, du kannst den körperlichen Verfall, den kannst du natürlich sehr weit rauszögern, indem du dich entsprechend ernährst, bewegst, schläfst, Sport machst und so weiter, ja. Und was den Kopf angeht, das Gehirn weiß nicht, wie alt es ist. Mhm. Das heißt, das ist ja eine Erfindung von Menschen vor 100 Jahren, dass man gesagt hat, man erfindet die Rente. Das ist ja nicht was Natürliches, sondern das haben wir uns überlegt, dass wir sagen, ja, mit 65 sollten die Menschen in Rente gehen. Aber das heißt doch nichts. Du musst dich doch nicht daran halten. Ich glaube, wenn du jemanden seine Leidenschaft wegnimmst, seine Aufgabe wegnimmst, dann gibt er sich selber auf. Und das ist dann das Ende. Das ist dann wirklich das Ende. Und das zögere ich raus, soweit es geht. Ich habe da so einen irren Spaß bei. Spannend ist zum Beispiel auch mein Umfeld im Büro. Wir haben jetzt so knapp 60 Leute im Team und niemand ist älter als ich. Niemand ist älter als ich. Also die Menschen, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe, sind zwischen 20 und 35. Mit denen habe ich permanent zu tun. Und das ist auch gut, dass hält mich auch im Kopf immer wieder flexibel. Ja, also das finde ich ein sehr, sehr starker Punkt, weil ich habe das auch schon öfters gehört, als wirklich, dass Leute, wenn sie in Rente gehen und sie dieses Gefühl haben, so okay, ich bin jetzt fertig, dann ist es so, wie so eine Art Checkout. Und man hat gar keine Vorstellung davon, was dann möglich ist in einem bestimmten Alter, wenn man sich das nicht ausmalt. Ne, ich habe jetzt gesehen, der neue Präsident von Malaysia, der gewählt wurde, ist 92 Jahre alt und beginnt seine Amtszeit mit 92. So, und wenn ich mir überlege, so, wenn man jetzt mehr von diesen Beispielen sich anguckt und ich dann überlege, so, hey, wenn ich 92 bin, kann ich immer noch Präsident werden. So, was kann ich dann sonst noch starten mit 92, so ungefähr, ne? Und dann hat man eine ganz andere Zeitvorstellung von dem, was möglich ist, als wenn man sich denkt, ja, okay, mit 65, 70, dann bin ich erstmal so, dann, das ist schon Game Over. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr war erstmal, und es ist auch wichtig, dass es ins Bewusstsein kommt von vielen Menschen, weil es ist etwas, was teilweise nicht normal ist für viele. Und da habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, was ist für dich, wenn du jetzt so zurückblickst, so für dich ein berufliches Highlight, wo du sagst so, ja, das, wow, das ist etwas, was ich erreichen wollte, einfach ein Highlight für dich. Okay, warte, lass mich nochmal eben den letzten Gedanken noch ein bisschen erweitern. Donald Trump ist angetreten, da war er schon 70. Amerikanischer Präsident, wo die normalen Menschen anfangen, Rosen zu züchten und sich auf das Ende vorzubereiten, fängt Donald Trump an, die Präsidentschaft zu übernehmen. So, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe ein Magazin in die Finger bekommen, letztens am Flughafen, Billionaires, eine Forbes-Sonderausgabe, die jedes Jahr machen, mit den aktuellen Milliardären auf dem Planeten. So, und dann habe ich dazu ein Video gemacht und einen Livestream und dann sagte jemand, Dirk, willst du auch Milliardär werden? Dirk, wann bist du auf dieser Liste? Und da habe ich gesagt, ey, das ist nicht mein Ziel, Milliardär, das sind 1.000 Millionen, das musst du dir jetzt mal vorstellen. Ja. Also das ist nicht mein Ziel und außerdem, ey, ich bin jetzt 50, das ist zu spät. In dem Moment, wo ich das ausspreche und sage, ich bin jetzt 50, ich kann kein Milliardär mehr werden, hätte ich früher anfangen müssen mit dem Ziel, denke ich, was für ein Bullshit. Ray Kroc, das ist der Mann, der McDonald's groß gemacht hat. Ray Kroc hat McDonald's übernommen, da war 51.
Das muss man mal in den Kopf reinkriegen. Und als er mit 51 angefangen hat, hat er von der Hand in den Mund gelebt und der ist abgetreten als Milliardär. So, deswegen, das ist dann oft eine Ausrede. Age is just a number. Das ist einfach eine Ausrede. Und ich denke, okay, dann, warte, noch. Ich wollte mal ganz kurz was dazu sagen. Und zwar ist ja eigentlich so, dass, guck mal, in unserem Leben bauen wir ja alles auf. Erstmal an Wissen von unserem Netzwerk. Und wenn man dann, sagen wir, 65, 70, 80 Jahre alt ist, dann ist man doch eigentlich on top, was das angeht, was sein Ruf angeht, unser Netzwerk angeht und das Wissen, was man hat, was man angehört hat. Und dann checken die meisten Leute aus. Deswegen denke ich, es häuft sich ja dann an. Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Schlimmste. Ja? Das Schlimmste, dass du sagst, ich habe jetzt 80 Jahre so ein unglaubliches Wissen aufgebaut, ey, und jetzt ist es auf einmal vorbei und scheiße. Jetzt ist es doch eigentlich erstmal geil, weil jetzt weißt du, was geht und was nicht geht. Ja. Deine Frage? Nee, komm, ich habe noch einen Nachtrag. Ja, gut. Ich hab Zivildienst gemacht bei der Caritas. Mobile Hilfe. Das heißt, ich bin mit der Schwester zu den meisten Senioren gefahren, die bettlägerig waren. Und die wurden dann zu Hause gepflegt. In der Regel musst du einmal morgens hin, einmal abends hin. Ja, und ich war dabei, habe der Schwester dann geholfen. Manchmal sind das schwere Männer gewesen und die mussten dann irgendwie hochgehoben, also nicht hochgehoben werden, aber zumindest gestützt werden und so weiter. Und wir sind regelmäßig zu einem Paar gefahren, damals im Zivildienst. Jeden Morgen waren wir zusammen da und der Mann war bettlägerig, der hat nur noch geröchelt, hat aber trotzdem jeden Tag sein Pinnchen Schnaps bekommen und hat jeden Tag eine Zigarette rauchen dürfen. Also der hat nicht einen Ton mehr gesagt, aber der lag da. Und die Frau war nur minimal jünger als er, aber topfit, wirklich topfit. Und ihre Lebensaufgabe war es eben, den Mann zu pflegen. Und einen Morgen kommen wir halt da rein und gehen ins Wohnzimmer. Und dann wird erstmal ein Schwätzchen gehalten und einen Kaffee getrunken mit der Ehefrau. Und dann denke ich, ach, geh mal den Mann begrüßen. Dann gehe ich ins Schlafzimmer und dann sieht der ganz komisch aus. Der total blass. Ja, und dann habe ich den angesprochen, er hat gar nicht reagiert. Und dann habe ich ihn angefasst und dann war er ganz kalt. Das war der erste Tote, den ich wirklich live gesehen habe und den ich berührt habe. So, dann ist er in der Nacht halt gestorben. Okay, dann bin ich zu der Schwester und habe gesagt, geh mal ins Schlafzimmer, ich glaube, der ist tot. So, dann, was dann passierte, das war alles unschön, da waren ganz komische Situationen, aber jetzt kommt das Spannende, das eigentliche Ergebnis. Es hat, glaube ich, nicht mal eine Woche gedauert nach der Beerdigung. Nicht mal eine Woche nach der Beerdigung ist die Frau gestorben. Sie ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Eine Woche später. So. Und das jetzt kannst du sagen, ja, Zufall. Die Frau war mehr oder weniger gesund. Die Frau war fit. Die hatte ihre Lebensaufgabe, nämlich ihren Mann zu pflegen. Das war ihr Ein und Alles. Und jetzt war der Mann tot. Ihre Aufgabe war weg. Und dann hat sie gesagt, was soll ich dann noch hier? Warte, ich komme nach. Das war für mich ein Augenöffner. Du brauchst Ziele in deinem Leben, du brauchst eine Aufgabe, du brauchst eine Berufung. Wenn du das nicht mehr hast, dann kann es sein, dass du ganz schnell weg bist. Und das ist nochmal so eine Anekdote. Es ist ja keine Anekdote, das ist wirklich, das habe ich erlebt damals, wo ich sage, wow, das war sehr prägend. Wow. Okay, jetzt komme ich zu deiner Frage. die Frage war Erfolg, ein Erfolgsbeispiel. Ja, ein das Highlight war, für dich, Frage, ne? Also ein berufliches Highlight in deinem Leben. Ja, ich nehme mal eins, was ziemlich weit zurückliegt. Das ist 2005 gewesen. 2005 hatte ich das erste Mal einen Vortrag auf einer großen Bühne. 500 Teilnehmer in München war das, mit 4 anderen Kollegen zusammen. Von den 5, die auf der Bühne waren, waren 3 absolute Profis und 2 waren Rookies. Und ich war einer dieser Rookies, aber habe es trotzdem genossen, damals das erste Mal vor 500 Leuten zu sprechen. Das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis.
Ja, das war ein Highlight. Das war das erste Mal, dass ich habe das lange visualisiert. Ich habe das lange geplant und wollte einfach als Redner erfolgreich sein. Ich wollte mein Geld damit verdienen, dass ich anderen Menschen Dinge erzähle, die die so begeistern, dass die bereit sind, dafür ihre Zeit, ihre Energie, Aufmerksamkeit und ihr Geld zu tauschen. Das war damals das erste Mal. Heute habe ich jetzt in 2 Wochen habe ich die größte Veranstaltung. Das wird das nächste ganz große Highlight sein. Wir haben die Dortmunder Westfalenhalle gemietet für 2 Tage am 16. und 17. Juni. Und dort werden wir über 10.000 Menschen haben, die nur wegen mir kommen, weil ich bin der einzige Redner. Über 10.000 Menschen nur wegen mir. An einem Wochenende, schönstes Sommerwetter wird es haben. Am Tag, an dem Deutschland das erste Mal bei der Weltmeisterschaft spielt. Und da haben wir das. Das wird mein Highlight des Jahres, definitiv. Wow. Nein. Und wie hat es bei dir angefangen? Wann hast du für dich entschieden, das ist das, was du machen willst? Warst du dir sicher am Anfang oder war das mehr so ein Feeling und du hast gedacht, ich teste das mal? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Sachen haben sich alle irgendwie ergeben. Egal, wo ich anfange. Ich war nach der Schule war ich 2,5 Jahre als Hilfsarbeiter in der Fabrik und wusste nicht, was ich beruflich groß machen wollte. Also ich wusste schon, ich wollte Surflehrer werden, aber mein Umfeld hat gesagt, das ist kein richtiger Beruf, lass das mal. Also da hätte ich besser mal nicht drauf gehört. Aber nun ja, also und da habe ich mich beworben, weil ich wollte irgendwie raus aus der Fabrik und wollte einen Bürojob haben. Und die 120. Bewerbung war dann eine Lehrstelle als großen Außenhandelskaufmann. Das war so nicht geplant, sondern das war eher Zufall. Ich wollte raus aus der Fabrik. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich wollte danach Profi-Triathlet werden. Das hat nur 3 Monate funktioniert. Dann hatte mein Finanzsponsor selber Finanzprobleme und hat den Hahn abgedreht. Und dann der Zufall war jetzt, ich musste Geld verdienen, dass einer meiner Materialsponsoren gesagt hat, Dirk, wir suchen einen Außendienstler für Norddeutschland. Hast du nicht Bock, unsere Produkte zu verkaufen? Und so bin ich in den Vertrieb reingerutscht. Dritte Geschichte war dann, ich wollte nicht mehr so viel reisen und habe nach einem Job gesucht, dass ich nicht mehr so viel im Außendienst unterwegs bin. Und habe dann gedacht, Verkaufstrainer ist eine gute Sache. Ich wusste 2 Jahre davor gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Trainer, das sind die Leute im Sport, aber doch nicht, was Verkaufen angeht, nicht, was Verhaltensänderungen angeht. Ja, und dann bin ich Verkaufstrainer geworden. Und dabei habe ich dann irgendwann gelernt, es gibt sogar professionelle Redner. Leute, die nichts anderes machen, als Vorträge zu halten. Das wusste ich bis dato nicht. Und habe ich gesagt, das ist reizvoll, das will ich machen. Und so hat sich das entwickelt. Also, das habe ich alles mit 16, 17 nicht gewusst und nicht geplant. Und ich wusste bei den meisten Dingen auch nicht, dass es das überhaupt gibt. Und hattest du am Anfang irgendwelche Zweifel oder hast du gezögert? War das so, das ist interessant, aber kann ich das überhaupt? Oder war das direkt so, das ist das Ding und ich probiere es jetzt einfach? Ich bin nie volles Risiko gegangen. Ich habe immer Dinge parallel gemacht eine Zeit lang. Mhm. Also als ich im Außendienst war, habe ich 3 Jahre lang das Thema Außendienst gemacht, Verkäufer als Handelsvertreter. Und habe als Trainer gearbeitet. Und als das Business lief, habe ich dann die Handelsvertretung komplett verkauft. Also es sind so 3 Jahre Übergangsphase gewesen. Mhm. Da war kein wirkliches Risiko bei. Jetzt rückblickend. Als Speaker habe ich immer mehrere Sachen gemacht. Ich habe als Trainer Seminare gegeben. Ich habe als Coach Menschen begleitet. Ich habe als Redner Vorträge gehalten. Das hat sich immer erst ergeben daraus. Aber ich bin nie volles Risiko gegangen. Und auch jetzt vor 2, 3 Jahren, als wir das Inhouse-Geschäft, also diese firmeninternen Seminare und Vorträge, komplett abgeschnitten haben, das gab auch eine Übergangszeit von etwa 3 Jahren, bis dass wir dann einen Cut gemacht haben. Also ich bin da nie volles Risiko gegangen. Es hätte vielleicht auch schneller sein können, wenn ich radikaler abgeschnitten hätte. Aber das war alles gut so. Und das hat alles gut funktioniert. Und ja, wenn du auf Selbstzweifel gehst, jeder Mensch hat Selbstzweifel. Immer mal wieder. Es gibt immer mal wieder Situationen,
selbst bei mir als gestandener Profi, ich habe vor ein paar Wochen einen ganzen Tag Vorträge gehabt, 4 Vorträge, bei einer Branche, die ich vorher nicht gut kannte, bei einem Unternehmen, was ich vorher nicht gut kannte und bei einer Zielgruppe, bei der ich nicht weiß, wie skeptisch sie sind, wenn ich da als Externer jetzt komme. Da habe ich natürlich gezweifelt und habe gedacht, ist es das Richtige? Und das Spannende ist, je mehr Zweifel ich vorher habe, desto stärker ist nachher die Ausschüttung der Glückshormone. Desto geiler ist nachher, wenn es geklappt hat und in 99% der Fällen klappt es, ist nachher das Glücksgefühl, dass ich sage, du Idiot, warum hast du dich wieder so verrückt gemacht? Das hat doch wieder alles super funktioniert. Das war doch wieder geil. Ja, aber du brauchst diese Grundanspannung. Natürlich, bei meiner eigenen Veranstaltung, da ist nur noch eine Grundanspannung da. Ja, aber da bin ich nicht mehr groß aufgeregt, weil ich weiß, was ich mache. Und ich weiß, dass die Menschen mir wohlgesonnen sind. Aber natürlich, wenn jetzt in 2 Wochen 10.000 Menschen da sind, werde ich aufgeregt sein. Zum einen, weil ich irgendwie ein paar Wochen diese Veranstaltung nicht mehr gemacht habe und immer erstmal wieder in den Rhythmus kommen muss. Und zum anderen, weil es einfach so eine große Menge an Menschen ist und weil auch die Erwartungshaltung von allen, von meinem Team, von den Teilnehmern, von der Presse, die dabei sein wird, weil die Erwartungshaltung so extrem hoch ist. Aber das ist so, wenn du am Anfang sehr aufgeregt bist, wenn du zweifelst, dann ist es nachher umso schöner, wenn alles gut funktioniert hat. Das habe ich auch sehr oft gemerkt, dass wenn man diesen Druck hat oder wenn man ein bisschen diese Anspannung hat, dann ist man auch viel fokussierter und bei der Sache, ne? Weil das ist wie wenn man zum Beispiel ein Auto extrem schnell fährt, dann achtet man auf jede Kleinigkeit und kann es nicht erlauben, irgendwie Fehler zu machen. Aber wenn man langsam fährt, dann wird man abgelenkt teilweise und wenn man in Routine verfällt, also ich denke mal, dass wenn man diese Anspannung hat, dann ist es auch ein Beweis, dass man vielleicht etwas macht, was ein bisschen anders ist oder etwas größer ist und da ist einfach mal diese Aufmerksamkeit da. Das heißt, es ist nicht unbedingt etwas negativ, sondern sehr oft etwas positiv, aber im Moment fühlt sich das einfach manchmal nicht schön an, weil das vielleicht auch nicht normal sich anfühlt. Aber ich habe mal eine kurze Frage, weil du ja sehr strategisch an Sachen rangehst oder rangegangen bist und es aufgebaut hast. Hattest du da auch einen Coach oder einen Trainer an deiner Seite oder hattest du Guidance oder hast du das für dich alles selbst rausgefunden und getestet? Ich habe das andersrum. Ich habe nicht den typischen Coach oder Unternehmensberater gehabt. Ich habe nicht den typischen Mentor gehabt, den die meisten heute so suchen. Das war nicht der Fall, sondern ich habe mich mit Kollegen ausgetauscht, ich habe mir Leute gesucht, die weiter waren als ich und habe irgendwie den Zugang immer bekommen und dann gefragt. Ich habe die Leute einfach immer ausgefragt. Ich habe gesagt, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Und das ist auch heute noch so. Heute gibt's nicht mehr so viele, die ich fragen kann in dem speziellen Business und in der bestimmten Größe, in der ich unterwegs bin. Das sind nur noch ganz wenige. Aber da gibt's den einen oder anderen und mit dem tausche ich mich dann aus. Und da werden auch Zahlen ausgetauscht. Und was weiß ich habe eine Idee, erzähle ihm die Idee und er sagt, das ist geil, ich probiere das aus beim nächsten Mal. Dann probiert er das bei seiner Veranstaltung aus, sagt, ey, das war total geil, das hat super funktioniert. Dann mache ich das bei meiner Veranstaltung dann auch sofort. Also da, das ist so ein gemeinsames Wachsen. Ja, ich habe Vorbilder, ja, ich habe Mentoren, aber die wissen das nicht, dass sie meine Mentoren sind. Die beobachte ich aus der Ferne. Teilweise sind das welche, die gar nicht mehr leben. Aber ich stelle mir dann immer vor, wenn ich eine Frage habe, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine neue Entwicklungsstufe habe, was hat er in der Situation getan? Wo gab es in seinem Leben vergleichbare Situationen? Wie hätte er jetzt reagiert? Wie würde er reagieren? Das hilft mir schon sehr, dann auch meine Entscheidungen zu treffen. Also natürlich ist es cool, wenn du einen Mentor hast, mit dem du einmal in der Woche vielleicht eine Stunde telefonieren kannst. Aber du kannst es auch anders machen. Du kannst auch einfach dich mit Menschen beschäftigen. Du kannst
in speziellen Fällen Menschen halt anrufen oder ich kommuniziere mit vielen per WhatsApp und sage, hier, ich habe folgende Aufgabenstellung, das. Magst du mir mal sagen, wie du das machen würdest? Oder hast du da einen Erfahrungswert? Und so treffe ich dann meine Entscheidung. Ja, sehr überlegt, sehr strategisch in den meisten Fällen, hole mir aber auch immer Impulse von außen. Und dann kommt dazu einfach mein Team. Es gibt in meinem Team so ein Inner Circle, das sind 5 Leute. Jeder von denen ist mindestens 5 Jahre in meinem Team, teilweise sogar schon 15 Jahre. Und mit denen bespreche ich natürlich auch viele Dinge. Klar. Also ich habe da schon meinen Inner Circle, mein Umfeld, die mir helfen, schlussendlich eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich eine Frage. Machst du das mehr, wenn du dir unsicher bist und denkst, da brauche ich noch ein anderes, so ein anderes Gehirn dazu? Oder machst du das auch, wo du manchmal denkst, so, ey, ich halte das für eine sehr gute Idee und ich bin mir eigentlich sehr sicher, aber ich möchte trotzdem mal von eine andere Perspektive haben? Wenn ich unsicher bin, mache ich es definitiv. Und wenn ich aber eine geile Idee habe und die direkt gut finde, setze ich die oftmals sofort um. Das siehst du an manchen YouTube-Videos, hörst du in manchen Podcasts. Was weiß ich, ich habe einen Podcast gemacht letzte Woche. Da war ich mit meinem Surfboard draußen morgens zum Paddeln, Stand-Up-Paddling. Und hatte beim Paddeln einfach diese geile Idee. Da bin ich nach Hause gekommen und nach dem Frühstück habe ich sofort diesen Podcast eingesprochen. Ich habe den kurz skizziert und habe den eingesprochen, weil ich einfach sage, die Idee ist einfach geil. Und wenn ich sie jetzt noch mit anderen diskutiere, will ich gar nicht, will gar keine andere Meinung haben. Ich finde die jetzt geil, also veröffentliche ich das. So, dann gibt's andere Sachen. Da brauchen wir manchmal sehr lange für, bis dass ich endlich eine Entscheidung treffe. Das sind große Investitionen oftmals. Das sind strategische Entscheidungen. Ganz aktuell, überlegen wir halt mit unseren Seminaren in den osteuropäischen Markt zu gehen. Nach Russland, St. Petersburg, also Moskau, St. Petersburg, Warschau, Kiew, Prag. Dort gibt es einen riesen Bedarf an den Sachen, die ich zu bieten habe. Aber wir kauen da jetzt seit einem Jahr fast drauf rum. Und jetzt sind wir kurz davor, die finale Entscheidung zu treffen. Aber das ist dann ein Reifeprozess. Das ist etwas, was ich nicht von heute auf morgen entscheide und auch nicht alleine entscheide. Da will ich, dass mein Team mitzieht. Und da gab es dann eine so eine Sache, ja, das ist ja cool, ja, das kriegen wir alles hin, super. Aber das Problem ist, unsere Verkäufer sprechen fast alle kein Englisch. Okay, das heißt, wie lösen wir das? Dass wir mit den Teilnehmern auf der Veranstaltung dann ordentlich kommunizieren. Gute Frage. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und da gibt es mehrere so Dinge, auf die du von alleine nicht kommst. Da brauchst du eben andere von außen, die dir da helfen. Jetzt kommt eine, nicht so positive Frage, aber eigentlich schon positiv. Aber das ist halt immer so dieses, wenn man sieht, wie der Werdegang von jemand ist und man hat meistens die Highlights. Ne? Von außen sehen die meisten Leute nur die Highlights. Und aber es gibt, ich bin mir sicher, dass es auch schmerzhafte Momente gab oder Rückschläge gab. Was würdest du sagen, war für dich so einer der größten Rückschläge in deiner beruflichen Karriere? Der mit Abstand größte Rückschlag war 2012, 2013, als eine enge Kooperation, die damals 9 Jahre schon lief, als die kaputt ging. Da gab es dann innerhalb der Kollegen, und das waren nicht nur Kollegen, das waren auch Freunde damals, da gab es viel Neid, Missgunst, da gab es Absprachen, die nicht eingehalten wurden. Da hat dann irgendwann jeder nur noch auf seinen Vorteil geguckt. Und hat dann auch geguckt, wie er den anderen ausbremst. Und das war damals eine sehr, sehr krasse Situation. Das hat sehr weh getan. Aber schlussendlich, und das ist immer der Punkt, es gibt einen Spruch, der heißt, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. So, was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, es geht nicht darum, was dir in deinem Leben passiert. Es geht immer darum, wie du das bewertest und wie du damit umgehst. Und auch wenn du eine Kindheit hattest, die vielleicht nicht so doll war,
Das ist immer die Frage, wie bewertest du das rückblickend? Und die Niederlagen, die ich hatte in der Vergangenheit, alle, ausschließlich alle, sind heute rückblickend wichtige Learnings, weil ich sie anders bewerte. Damals, als dieser Streit auch war, 2012, 2013, hat sich daraus ein Feindbild entwickelt. Ich habe gesagt, so, denen zeige ich es jetzt. Und das habe ich auch gemacht. Die haben mittlerweile das Geschäftsmodell, was sie damals hatten, aufgegeben. Sie haben still und heimlich aufgegeben im letzten Jahr. Und ich habe manche Dinge nur gemacht, um es denen zu zeigen. Und das Spannende ist, dass meine engsten Mitarbeiter das alles auch mitbekommen haben und da mitgezogen sind. Und wir hatten das gleiche Feindbild. Und dieses Feindbild hat uns enorm motiviert, mit unseren Sachen Gas zu geben. Also ich muss heute sagen, ich wäre heute nicht da, wo ich bin. Und ich wäre auch nicht so schnell dahin gekommen, wo ich jetzt bin, wenn es damals nicht diese Feindschaft und dieses Feindbild gegeben hätte. So, aber in dem Moment, in dem das passiert, bewertest du das natürlich total anders. Da hast du schlaflose Nächte und da denkst du, wie soll es weitergehen? Aber jetzt rückblickend sag ich, ey, geil, da wo wir heute sind, ohne die hätte ich das nicht hingekriegt. Also es ist durchaus noch so, dass ich diese Feindschaft noch pflege. Da bin ich noch weiter hoch motiviert, aber das ist jetzt nicht mehr so spannend, weil die haben die Flügel hängen lassen, die spielen jetzt Kreisklasse und ich spiele Champions League und deswegen ist es nicht mehr vergleichbar. Es ist auch kein wirklicher Anreiz mehr. Ja, aber nochmal, der eigentliche Punkt ist, Niederlagen, ja, aber du bewertest doch die Ereignisse, ob sie eine Niederlage sind oder nicht. Und nochmal, wir haben schon so viel Geld in den Sand gesetzt. Ich habe mich bei so vielen Mitarbeitern getäuscht. Ja, das ist schmerzhaft, das ist ärgerlich. Aber ist das jetzt eine große Niederlage? Nee, das gehört dazu. Also das ist das Gegenteil von Erfolg, ist ja nicht Misserfolg, was die meisten meinen. Das Gegenteil von Erfolg ist ja Nichtstun. Der Misserfolg gehört zum Erfolg ja dazu. Was weiß ich, wenn wir eine Anzeigenkampagne bei Facebook haben, dann sind 300, 500 Anzeigen online. Und es gibt Anzeigen, mit denen verbrennen wir nur Geld. Und dann gibt es Anzeigen, die richtig gut konvertieren. So, und jetzt sage ich jetzt, ja, also hier, wir haben 100 Anzeigen gehabt, da haben wir keinen Umsatz gemacht, nur Geld verbrannt, so eine Scheiße. Nein, das gehört dazu. Ohne die 100 hätten wir nicht gewusst, was wir anders machen müssen bei denen, die laufen. Und das gehört dazu. Punkt. Ja, das ist interessant, ne? Das ist ja dieses Split-Testing, was sehr viele Leute nicht bereit sind, in ihrem eigenen Leben durchzugehen, weil sie ja nur diesen Moment bewerten und gar nicht im Zusammenhang sehen mit dem Ganzen. Ne, das ist ja, ich habe mal so ein Zitat gehört von Michael Jordan, er hat gesagt, ich habe nie ein Spiel verloren, mir ist nur die Zeit ausgegangen. Das heißt, solange man weitermacht, ist es ja nicht ein Scheitern oder ein Misserfolg, sondern es ist einfach nur ein Zwischenschritt, der nicht funktioniert hat und man muss dann weitermachen. Und deswegen finde ich das auch sehr spannend, wie du halt auch diese Motivation da rausnimmst, weil manche Leute sagen, ja, man sollte jetzt nicht, weil man es jemandem beweisen will, das als Antrieb nehmen, aber warum nicht, wenn es funktioniert für diesen Moment, dass man das nutzen kann als Schwung. Man muss das ja auch nicht immer, denke ich, zu überbewerten, was einen motiviert oder nicht. Gut, aber jetzt das ist das Thema Feindbild ist in Deutschland nicht wirklich populär. Nur jetzt guck dir das mal an. Alle großen Sachen haben mit Feindbildern gearbeitet. Steve Jobs und Apple waren so unglaublich erfolgreich, weil sie immer ihre Feindbilder gepflegt haben. Am Anfang war es Big Blue, IBM. Danach war es Microsoft und Bill Gates. Sie haben immer wieder, heute ist es Samsung, ja, sie haben immer wieder ihre Feindbilder gepflegt. Es gibt Menschen, die es gar nicht bewusst wahrnehmen, dass sie ihr die ganze Zeit Karriere machen, erfolgreich sind, reich werden, weil sie es ihren Eltern zeigen wollen, weil sie sagen, ich will meinen Eltern zeigen, die immer gesagt haben, du kannst eh nichts, aus dir wird eh nichts, dass ich es schaffe, ich habe einen Doktortitel, ich habe jetzt Millionen und so weiter, die es alle nur machen als unterbewusstes Programm,
aus der Kindheit, um ihren Eltern zu zeigen, doch, ich krieg's doch hin. Larry Ellison, so heißt er, Larry Ellison, der Gründer von Oracle, ein ganz extremer Typ, auch einer der Top 10 Milliardäre auf diesem Planeten, Larry Ellison, ja. Larry Ellison, in seiner Biografie kann man sehen, der hatte damals eine Partnerin, die ihn verlassen hat, weil sie gesagt hat, Larry, du bist ein Verlierer. Du bist ein Loser und ich will nicht mit einem Loser zusammenleben. Du hast so viel ausprobiert und nichts auf die Reihe bekommen. Du bist ein Loser, ich verlasse dich. So, die Frau hat ihn verlassen. Danach ist er Milliardär geworden. Keine Ahnung, wie die Frau heute über ihn denkt, aber heute gehört er zu den Top 10 Milliardären auf diesem Planeten. So, und das ist nichts Negatives. Ich finde, das gehört je nach Menschentyp dazu, dass du sagst, ich will es jemandem beweisen. Meinem Spiegelbild, ich will es meinen Eltern beweisen, ich will es meinen Lehrern beweisen, ich will es wem auch immer beweisen. Ja, ich denke, vor allen Dingen, wenn man dann in der Lage ist, natürlich dann davon loszulassen, weil manche Leute sind ja dann nie zufrieden, weil die einfach unglücklich sind, weil sie es nie der anderen Person beweisen können. Aber wenn dieser Antrieb dann funktioniert dafür, ich meine, wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht dein Fokus, dass du jeden Morgen aufwachst und an diesem Feindbild denkst, beziehungsweise jetzt ist das ein bewusster Antrieb, dass du das dann vielleicht woanders hin positionierst. Aber ich finde das auch, also ich finde, ich meine, in sehr vielen Filmen ist es ja auch so, ne, dass man entweder, dass der Held getrieben ist durch Rache und dadurch sich entwickelt, aber irgendwann so weise ist, dass er auch vergeben kann, aber auch weiß, ohne die Situation wäre er niemals zu dem geworden. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Also es ist ganz pragmatisch, es ist schon so, ich glaube, das war letztes Jahr noch so, letztes Jahr haben die Kollegen von damals haben eine Veranstaltung gemacht. Und ich wusste dann das Datum und es war relativ kurzfristig. Das war, weiß nicht, 3 Monate vorher haben die erst das Datum veröffentlicht und den Ort. Und dann an dem Tag, als das rauskam, habe ich sofort meinen Leuten gesagt, an dem Tag, an dem Wochenende haben wir in dem Ort eine Veranstaltung. Wie ihr das macht, ist mir scheißegal. Ihr bucht jetzt eine Halle und an dem Tag haben wir die Veranstaltung. So. Und dann ging das nicht mehr. Damals war das Nürnberg. In Nürnberg hatten die Kollegen die Veranstaltung. In Nürnberg haben wir keine Hallenkapazitäten mehr bekommen in unserer Größenordnung. Und dann sind wir nach Würzburg gegangen. Das war jetzt halbwegs in der Nähe. Und haben da auch eine etwas kleinere Halle genommen, aber trotzdem. Also nur, es ging mir nur darum, dass die Teilnehmer vor die Wahl gestellt wurden, Mensch, gehe ich zu A oder gehe ich zu B? Und das wollte ich. Ich wollte, dass die Teilnehmer es entscheiden. Ja, und schlussendlich hatten die, weiß ich nicht, 150 Leute und wir hatten 1100 Leute und wir hätten noch viel mehr haben können, wenn wir eine große Halle gehabt hätten. Ja, so, aber das ist einfach für mich so, alles klar. Wenn ihr macht, solange ihr Veranstaltungen macht, werde ich am gleichen Tag irgendwo in der Nähe auch eine Veranstaltung haben. So, und in diesem Jahr haben sie das aufgegeben. In diesem Jahr machen sie es nicht mehr. Schade. Weiße Flagge. Nice. Ich habe hier ist einmal, ist ja sehr wichtig für sehr viele Leute zu lernen, mit einem Nein umzugehen und auch selbst Nein zu sagen und auch Nein zu sich selbst zu sagen. Also das sind natürlich sehr viele verschiedene Aspekte. Aber wie wichtig ist das für dich, Nein zu sagen? Weil ich bin mir sicher, dass auch sehr viele Möglichkeiten, Opportunities, Angebote auf dich zukommen. Und wie wichtig war das auf deinem Weg, dass du dich entscheidest für eine Sache und sagst, ich sag Nein zu dem, Ja zu dem und auch lernen, selbst mit einem Nein umzugehen, wenn in einer Situation etwas nicht funktioniert. Das ist ein spannendes Phänomen, was ich jetzt die letzten 3 Jahre beobachte. Erst in den letzten 3 Jahren, oder es sind nicht mal 3, in den letzten 2 Jahren, bin ich so richtig in die Sichtbarkeit gekommen, haben die meisten mich überhaupt erst kennengelernt. Vorher war ich ein Insider-Tipp. Vorher kannten mich nur die Leute, die sich mit Verkaufstrainings wirklich explizit beschäftigt haben. Und seitdem ich in der Sichtbarkeit bin, seitdem ich diesen Bekanntheitsgrad habe, bekomme ich jeden Tag so viele Opportunities,
so viele Angebote. Hey, können wir hier kooperieren? Dirk, hast du hierzu Lust? Ich könnte dreimal am Tag warm essen, ohne es selber bezahlen zu müssen. Weil, Mensch, Dirk, ich würde dich gerne zum Essen einladen. Hey, Dirk, sag mir, wo du bist, ich komme dahin. Hey, Dirk, wenn du mal in München bist, ruf an, dann gehen wir mal. So, unglaublich viel. Das ist natürlich toll. Ich freue mich über jedes Angebot. Ich freue mich da extrem drüber. Weil es ist natürlich auch Wertschätzung und Anerkennung. Aber du bekommst nichts mehr auf die Reihe, wenn du jeder Versuchung folgst. Das funktioniert nicht. Das ist wie, du wirst keine glückliche Ehe führen, wenn du jedem Rock hinterherläufst. Das funktioniert nicht. Jede Frau, die dir, was weiß ich, die dir nett zulächelt, dass du sagst, alles klar, komm, mit der kann ich mir was vorstellen, dann wird das nichts. Du wirst nie eine dauerhaft langfristig gute Beziehung dann führen. Und das Gleiche als Unternehmer. Wenn du als Unternehmer dich nicht fokussierst, dann ist der Tag am Ende vorbei und du sagst, Mist, ich habe heute ganz viel gemacht, aber ich war nicht produktiv. Ich habe zwar viel gearbeitet, aber ich war nicht produktiv. Weil ich habe alle möglichen andere Dinge gemacht und machen lassen. Und deswegen ist das so, wenn etwas kommt, was mich interessiert, dann gebe ich das an eine Mitarbeiterin ab. Das ist je nach Bereich sind das unterschiedliche. Was weiß ich, jemand kommt und sagt, ich würde gern kooperieren mit dir zum Thema YouTube, sage ich, alles klar. Du musst die Lara ansprechen. Die Lara leitet bei uns das Social Media Department. Und wenn du die Lara überzeugst und die Lara auf mich zukommt und sagt, Dirk, hier mit dem Tom, das müssen wir machen, dann machen wir das. Aber wenn du die Lara nicht überzeugen kannst, dann ist das Ding durch. Dann beschäftige ich mich gar nicht damit. Also ich setze überall einen Filter. Und meine Leute kennen mich gut, wissen, was ich mag und was ich nicht mag. Und wenn meine Leute dann sagen, jo, das ist es, dann erfahre ich es oder dann machen die es auch ohne, dass ich es erfahre. Du musst, wirklich Scheuklappen haben. Du musst dich fokussieren. Du darfst nicht allen Möglichkeiten hinterherlaufen. Auf der anderen Seite haben wir früher mit einem 7-Jahres-Plan gearbeitet. 7 Jahre im Voraus haben wir unsere Ziele definiert. Und das machen wir heute nicht. Heute haben wir, klar, das Jahr 2019 ist bei uns geplant. Aber wir werden jetzt in 2 Monaten werden wir an die Planung für 2020 erst gehen. Das heißt, wir planen etwa 2 Jahre voraus, nicht länger. Weil wir in der heutigen Zeit Internet, Online-Marketing, Social Media, ergeben sich für uns so viele Möglichkeiten, so viele Chancen. Und wenn wir jetzt starr an unseren Zielen festhalten, dann verpassen wir viel zu viele Opportunities. Und deswegen, wir haben eine klare Richtung, aber die Ziele sind eher auf 3 bis 6 Monate ausgerichtet, um die Möglichkeiten des Marktes viel schneller mitnehmen zu können. Also wenn Facebook seinen Algorithmus ändert oder wenn jetzt die neue Datenschutzverordnung kommt, dann können wir nicht einfach an einem 7-Jahres-Plan arbeiten, sondern wir müssen diese beiden Faktoren direkt berücksichtigen, weil sie in unser Tagesgeschäft unglaublich tief eingreifen. Und dann können wir nicht einfach sagen, nee, unser Ziel ist das und das wird schon irgendwie gehen. Nix, wir müssen da reagieren. Wir müssen gucken, was für Nachteile hat es und wie müssen wir unsere Strategie ändern, dass wir damit umgehen können. Das ist das eine, das Nein sagen lernen, das ist das eine. Das andere ist viel wichtiger für den Verkäufer. Das erste, was ich jetzt genannt habe, ist wichtig, wenn du Unternehmer bist oder selbstständig bist, dann musst du lernen, Nein zu sagen, dich zu fokussieren. Als Verkäufer ist der Umgang mit dem Nein des Kunden so elementar wichtig, weil das Spiel im Verkauf ist, entweder du verkaufst deinem Kunden dein Ja, sprich deine Gründe, warum er es kaufen soll, oder dein Kunde verkauft dir sein Nein, nämlich seine Gründe, warum er es nicht kauft. Aber schlussendlich ist das ein Verkaufsgespräch. Und jetzt musst du eben damit umgehen können, wenn der Kunde Nein sagt. Also es ist ja nicht nur der Kunde. Es ist in der Sozialakquise als Typ, wenn du eine Frau ansprichst und die gibt dir erstmal einen Korb, dann kannst du natürlich direkt die Nächste ansprechen. Du kannst auch die Nacht ins Kissen heulen. Du kannst auch jetzt einen Liter Bier trinken. Und was weiß ich, dann guckst du irgendwie YouPorn zu Hause oder sowas. Ja, kannst du alles machen.
Du kannst aber auch einfach mit diesem Nein umgehen und sagen, alles klar, ich probiere es in einer Stunde nochmal. Ich überlege mir einen anderen Text, ich gehe mal ein bisschen in die Einwandbehandlung. Ich gucke, dass ich ihre Handynummer kriege und schicke ihr anschließend irgendwie einen coolen Text. Ich schicke ihr, was weiß ich, einen Strauß Blumen, keine Ahnung. Aber du musst lernen, mit dem Nein umzugehen. Und das Nein heißt ja für Verkäufer jetzt noch nicht. Das heißt, noch eine Information nötig. Der Kunde braucht noch eine Idee mehr, noch einen Hinweis mehr, noch einen Punkt, der für ihn wichtig ist, der ihm die Möglichkeit gibt, seine Entscheidung zu treffen. Also als Verkäufer darfst du die Neins nicht akzeptieren und du musst lernen, dass du die nie persönlich nimmst und wie du damit umgehst. Das ist so. Und das siehst du bei kleinen Kindern. Ich erlebe das oft bei kleinen Kindern, wo die Mutter sagt, nein, gibt jetzt keine Schokolade. Und dann bettelt das Kind weiter, weiter, weiter. Und dann kriegt das Kind die Schokolade. So, wenn es beim ersten Nein schon aufgegeben hätte, hätte es keine Schokolade bekommen. Und ich sitze dann da, schmunzel und denke, jo, wenn er sich das beibehält, wird er mal ein guter Verkäufer. Ja, das ist interessant, was für ein Mindset das ist, ne? Weil ich bin ja hier in Dubai und zum Beispiel in den arabischen Ländern ist es teilweise so ein Spiel schon, in den Verkauf zu gehen, zu handeln, zu sagen, ja, mach's günstiger oder so. Und das wird auch nicht so persönlich genommen. Und wo ich das Gefühl habe, dass in Deutschland ist es etwas anders. Also, ne, wenn man teilweise irgendwo hingeht und will dann handeln, sind manchmal Leute beleidigt oder nehmen Sachen halt ziemlich persönlich. Und ich bin mir sicher, dass du auf der Vertriebsoffensive, also du hast jetzt jedes Jahr über 25.000 Menschen oder noch mehr, weil du hast jetzt dieses Mal bei dem Event 10.000 Leute, du hast ja extrem viele Menschen gecoacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr großer Faktor ist bei vielen. Und ich meine, man kann das intellektuell verstehen und sagen, man ist inspiriert, wenn man bei einem Event ist. Das ist ja bei allen Workshops so oder Events so, dass man, wenn man Informationen bekommen hat, denkt, man hat es verstanden. Aber das Wichtigste ist es ja, umzusetzen und nicht nur einmal, sondern in diese Routine reinzukommen. Was würdest du sagen, unterscheidet die Menschen, die jetzt zu deinem Event kommen und dann das umsetzen und erfolgreich werden und die Leute, die einfach nur kommen und sich Motivation holen und es nicht machen? Und was unterscheidet die zwei? Ja, Erfolg ist zuallererst mal eine Entscheidung. Und ich helfe den Menschen, die da sind, erstmal eine Entscheidung zu treffen. Ich halte ihnen ein Stück weit den Spiegel vor und sage, jetzt guck da mal rein. Siehst du dich da wieder? Ja. Und willst du das? Willst du das Leben, was du jetzt hast? Bist du damit glücklich? Das ist bei den meisten nicht der Fall. Sie hätten gerne mehr Wohlstand, sie hätten gerne materiell andere Dinge, sie hätten gerne eine bessere Beziehung, sie hätten gerne ein größeres Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall, die Menschen wollen normalerweise mehr. Wer auf solche Seminare geht, ist jemand, der will nicht nur eine Bestätigung für seine Ist-Situation haben, der will mehr vom Leben. Und die spreche ich dann an und ich sage denen auch, Leute, ich freue mich über Standing Ovations. Ich freue mich über den Applaus. Ich freue mich, wenn ihr später schreibt bei Facebook, es war ein geiles Wochenende. Aber wisst ihr, was mich wirklich interessiert? Was mich wirklich begeistert und motiviert und warum ich das mache, ist, dass ihr irgendwann mir eine Nachricht schickt, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 2 Jahren und ihr sagt, Dirk, ich war damals bei dir und das hat mein Leben verändert und ich bin heute erfolgreicher. Ich mache heute Dinge, die ich vor deiner Veranstaltung nicht gemacht habe, die für mich damals nicht denkbar waren. Und das ist das, wo ich drauf setze. Und das sage ich denen auch mehrmals in diesen 2 Tagen. Ich sage immer wieder, Leute, das ist es doch nicht. Das ist doch alles nur der Anfang. Ihr entscheidet es, was ihr macht. Ich sage denen auch ganz bewusst, dieses Seminar macht dich nicht erfolgreicher. Punkt. Ja. Ich sag dann auch, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, jetzt seid ihr schon hier, ja, ist ein bisschen witzig dann, aber ich sag, das Seminar macht euch nicht erfolgreich und auch nicht eure Mitschriften machen euch erfolgreich und auch nicht die Bücher, die ihr irgendwie liest, sondern nur das, was ihr nachher umsetzt, wenn ihr ins Handeln kommt. Setzt um. Ich empfehle dann oftmals eine Lernpartnerschaft, dass du dir 2, 3 Leute suchst, mit denen du zum Beispiel, du kannst jeden Tag einen Morning Call ausmachen und sagen, so, jeden Morgen um 7:45 telefonieren wir. Und du stellst mir 10 Fragen, die ich dir vorher gegeben habe, und ich stelle dir 10 Fragen, die du mir vorher gegeben hast.
So, das ist so ein Ritual, das ist ein cooles Ding. Ich kenne das zum Beispiel von einem, der sagt, der lässt immer seinen Kumpel fragen, wie viel Sport hast du gestern gemacht? Wie viele Liegestütze hast du gestern gemacht? Wie viele Schritte hat dein Schrittzähler gestern gehabt? Hast du deinen Kindern und deiner Frau gestern gesagt, dass du sie liebst? Und so weiter. Es sind immer die gleichen Fragen, aber es sind elementar wichtige Fragen, die du nicht vergessen willst. Und jeden Morgen oder jeden Abend gibt es diesen Call. Und dann wirst du nochmal dran erinnert. So, und das empfehle ich zum Beispiel, dass du dir Lernpartnerschaften suchst, baust und dann sagst, so, wir machen, was weiß ich, alle 2 Wochen einen Tag Telefonakquise. Wir telefonieren zusammen. Oder wir telefonieren einmal die Woche und nehmen uns gegenseitig in die Pflicht. Was hast du umgesetzt? Welche Erfolge hast du zu berichten? Und wenn jemand 2-3 Mal hintereinander keine Erfolge zu berichten hat, dann fühlt er sich selber doof und die anderen halten ihn auch für doof. Und das ist nun mal sozialer Druck und dann kommen die ins Handeln. Also ich glaube, der große Unterschied ist, es ist bei mir sehr pragmatisch. Es sind Dinge dabei, die du sofort umsetzen kannst. Es sind so Sachen, wo viele sagen, ja, ist eigentlich logisch, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ja, genau. Mhm. Zweitens, es ist ein Startschuss, es ist eine Initialzündung dieses Wochenende. Drittens, das Umfeld. Dort sind nur Leute, die freiwillig kommen, Leute, die am Wochenende kommen, Leute, die es aus eigener Tasche zahlen. Und die haben einen anderen Anspruch an das Wochenende als Leute, die vom Chef geschickt werden und es nicht bezahlen müssen. Die sind in der reinen Konsumentenhaltung. Und auf die Konsumenten habe ich auch keinen Bock. Das ist der große Unterschied. Es geht nicht um Kennen. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, ja, hier diese 3 Fragearten, die kenne ich schon. Darum geht es nicht. Es geht darum, kannst du es auch? Das können nämlich dann wieder ganz wenige. Mhm. Und der dritte Punkt ist, machst du es auch? Kennen, können, tun. Mhm. Kennst du es, kannst du es, tust du es. Punkt. Wenn du nicht 3-mal Ja sagst, dann ist es gut, wenn du wieder ins Seminar kommst. Ja. Mhm. Ja. Und es ist halt ist auch so ein Muster, was jetzt öfters wiedergekehrt ist, dass wirklich, wie wichtig das Umfeld eigentlich ist. Ne? Also so, wie du gelernt hast, durch das Umfeld hast du erst Informationen bekommen, die dir eine Richtung gezeigt haben. Dein Umfeld hat dich auch motiviert, in bestimmten Momenten Entscheidungen zu treffen oder Sachen zu lernen. Und dein Umfeld ist eine Reflexion von dem, was du haben willst. Also wenn jetzt ne, in deinem Umfeld jetzt nicht die Leute sind, die das machen, was du machen willst oder die dich dabei unterstützen, dann wird es auch schwieriger, in die Umsetzung zu kommen, als wenn du Leute hast, die dasselbe Ziel haben. Deswegen denke ich, dass das Umfeld also wirklich ein der elementarsten Elemente ist, was Erfolg angeht. Und viele Leute sind da nicht bewusst, weil die einfach in ihrem Umfeld Menschen haben oder sie Sachen haben oder an Orten sind, die sie nicht wirklich unterstützen, aber sie verändern dieses Umfeld nicht wirklich. Und das wird nichts. Das wird nichts. Und das Umfeld ist ein völlig unterschätztes Thema. Das sind Orte. Also ich kann das direkt sagen. In der Karibik ist es für mich eher so, dass ich runterfahre von der Leistung her. In Dubai ist es eher so, dass es mich hoch motiviert. In Dubai siehst du Wohlstand, du siehst Gebäude, die eigentlich undenkbar sind. Du siehst, dass die Araber Sachen machen, wo die Deutschen erstmal noch 10 Jahre drüber diskutieren und es dann auch nicht machen. Das ist einfach anders. Also der Ort, wo du bist, ist inspirierend oder eben abturnend. Mhm. Das Gleiche gilt für Startups. Wer sich selbstständig machen will mit einem Unternehmen, dem rate ich zum Beispiel nach Berlin zu gehen, Hamburg, Köln, München. Da sind große Startup-Szenen. Mhm. Da hast du Leute um dich rum. Da gehst du am besten irgendwie in so ein Shared Office, wo ganz viele verschiedene Unternehmer sind. Dann gehst du abends auf irgendwelche Startup-Veranstaltungen und du gehst am besten auch noch in eine Startup-WG. Dann kannst du nur erfolgreich werden, weil du nur um dich herum Leute hast, die überlegen, wie sie noch erfolgreicher werden. Und nicht die Fragen stellen, die andere stellen. Nämlich, sag mal, warum machst du das? Hast du das nötig? Ach, wieso gehst du das Risiko ein? Das sehe ich ganz, ganz, ganz oft. Das siehst du ja auch. Das siehst du auch schön im Sport. Wenn jemand übergewichtig ist und in seinem gesamten Umfeld sind die Leute auch alle fett, ja, der geht nicht ins Fitnessstudio. Der ist nach 6 Wochen wieder weg,
weil sein Umfeld sagt, ach, du gehst jetzt ins Fitnessstudio? So, die trauen ihm das ja nicht zu. Und er sieht, dass die sich schlecht ernähren und ja. Er sieht, dass die Leute ihre Freizeit sehr passiv verbringen. Und deswegen, er probiert das dann mal, aber gibt dann in der Regel schnell auf, wenn er nicht sein Umfeld komplett verändert. Und zum Thema negativen Umfeld, beziehungsweise ein Umfeld, was dich nicht unterstützt, habe ich eine Frage. Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Bleib so, wie du bist. Ja, überleg mal, das ist doch so scheiße. Bleib so, wie du bist. Du willst doch nicht als Persönlichkeit, du willst doch nicht da stehen bleiben, wo du gerade bist. Du willst dich doch weiterentwickeln. Du willst doch in einem Jahr oder in zwei willst du doch Fähigkeiten haben und Wissen haben, was dich noch weiterbringt. Also für, zumindest nach meinem Maßstab. Deswegen so eine Postkarte zum Geburtstag, wo drauf steht, Dirk, bleib so, wie du bist. Ey, die zerreiß ich oder schick sie zurück. Will ich nicht haben. Will ich nicht haben. Weiß auch mein Umfeld. Mein Umfeld weiß, ja. So brauchen sie mir nicht kommen. Wenn morgen alles weg wäre, was du aufgebaut hast, ja, deine Firmen sind weg, dein Business ist weg, du fängst wieder bei Null an, was wäre das Erste, was du machen würdest, um wieder da zu stehen, wo du jetzt stehst? Oh, ich würd jetzt mit Online-Marketing beginnen. Also das ist etwas, da probiere ich gerade viele Sachen aus. Und das ist etwas, wo ich am Anfang kein Kapital brauche. Ich brauche auch keine Kontakte. Das Einzige, was ich brauche, ist irgendwie, was weiß ich, ein Internetcafé, wo ich mich an den Computer setze. Und alles andere, ich brauche vielleicht nicht mal einen Computer, ich brauche ein Smartphone. Ich kann alles mit einem Smartphone machen. Ich kann die Fotos machen, die Videos machen. Ich kann alles erstellen, was ich brauche. Also ich brauche ein Smartphone und ich brauche ein bisschen Geld für Anzeigen vielleicht, die ich schalte. Aber ansonsten, ich würde, wenn ich nichts hätte, mit Affiliate-Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing jetzt beginnen. Ich würde aber, weil meine absolute Stärke ist, dass ich Menschen sehr gut etwas beibringen kann und dass ich Menschen begeistern kann. Ich würde über kurz oder lang wieder die Bühne suchen. Vielleicht erstmal kleine Seminare und dann größere. Aber für mich ist klar, ich kann den Menschen online sehr gut helfen, aber im Real Life als Redner, als Trainer noch viel, viel stärker. Das wären, so würde ich wieder anfangen. Nice. Gibt es Tage, an denen du einfach keinen Bock hast, bestimmte Sachen zu machen und du machst sie trotzdem und wie überwindest du das? Wie kommst du ins Machen? Ja, gibt es. Gab es jetzt gerade ganz aktuell auch, die ganze letzte Woche. Ich musste ein Konzept abgeben und ich habe alle Vermeidungsstrategien gefahren. Alles. Also ich stehe ja dann neben mir und beobachte mich, ja, und dann sagst du, nein, komm, ich mache hier noch die Podcast-Folge, die ist jetzt geil. Und abends sage ich, jetzt habe ich keine Energie mehr, also dann mache ich es morgen. Ne? So, und, ach ja, gut, in Deutschland erreichst du heute eh keinen mehr, dann können die auch bis morgen warten und so. Also, eine Woche lang Vermeidungsstrategien und wann habe ich es gemacht? Ich habe es gemacht Freitagabend. Und als ich dabei war, war es gar nicht mehr so eine große Hürde. Als ich dabei war, hat es funktioniert. Ich war im Flow und das, was rausgekommen ist, ist jetzt gut. Das gefällt mir gut. Das ist cool. So, was mache ich? Normalerweise, also das ist jetzt echt mal eine ganz offene Schwäche gewesen, ja. Aber es war jetzt auch nicht so kriegsentscheidend. Normalerweise ist es so, dass ich mich hinsetze und morgens meine Ziele aufschreibe. Und dabei mache ich mir natürlich auch meinen Tagesplan, auch in der Karibik. Ich mache mir meinen Tagesplan, was steht heute an? Liegt jetzt gerade auch vor mir. Wir haben jetzt gerade in der Karibik 10.06 Uhr, wo wir das gerade aufnehmen. Und hier sind 10 Punkte drauf, die ich heute erledigen muss, um eben heute an meinen Zielen gearbeitet zu haben, um meinen Zielen näher zu kommen. Das erste davon kann ich jetzt schon abhaken. Drei davon kann ich schon abhaken. Drei von den 10 habe ich schon erledigt.
Also ich setze mich morgens hin, schreibe mir meine Ziele auf und mache die Ableitung. Was bedeutet das heute für den Tag? Was musst du heute auf jeden Fall machen? Was hat heute Priorität? Dann ist es so, wenn ich beispielsweise in Bochum im Büro bin, da werde ich gearbeitet. Meine Assistentin hat dann normalerweise einen 30- bis 60-Minuten-Rhythmus, hat sie die Termine gelegt. Dann habe ich hier ein YouTube-Video, hier habe ich ein Interview, hier habe ich ein Meeting mit Mitarbeitern, hier kommt irgendwie ein Kooperationspartner zu Besuch. Da bin ich komplett durchgetaktet. Und das finde ich auch gut, das mag ich auch. Wenn ich halt in Deutschland bin, wenn ich im Büro bin, dann will ich auch den Tag maximal produktiv nutzen und dann werde ich im Minutentakt fertig gemacht. Ja. Und das ist gut. Das passiert, manchmal ist das so, dass ich dann irgendwann um 17 Uhr wie ein hungriger Wolf durch die Büros laufe und sage, ey, habt ihr irgendwas Leckeres zu essen hier? Ich habe nämlich seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. So, das passiert dann schon mal, aber das ist dann wurscht, weil es sind immer nur ein paar Tage und in den Tagen will ich einfach dann richtig Gas geben. Also die zwei Lösungen sind klare Ziele, das Aufschreiben, immer eine To-Do-Liste haben und das richtige Umfeld, ein Umfeld, was dir gar keine Lücke lässt, dass du Vermeidungsstrategien fährst. Mm. Also sind jetzt doch dann 4 Punkte geworden. Mm. Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch so, dass man dann auch nicht die Zeit hat, zu viel nachzudenken. Weil wenn du jetzt sagst, okay, in 5 Minuten musst du ein Video aufnehmen und dann ist jemand da und dann steht das da, dann hast du ja gar keine Wahl, da rauszugehen. Wenn du aber darüber nachdenkst, sagst, ja, ich muss mal ganz kurz brainstormen und ja, vielleicht mache ich das gleich, jetzt mache ich das erstmal. Also je mehr Auswahl man hat oft, desto mehr kann man dann in die Emotionen reingehen oder dann Sachen dann wieder verschieben. Aber wenn man gar keine Wahl hat, so, weil man das im Voraus schon oder am besten noch, wenn andere Leute mit involviert sind, dann hat man gar keine, kann man nicht mehr davor fliehen. Und dann merkt man, wenn man es macht, also wie du gesagt hast, während du es gemacht hast, hast du gemerkt, ja, eigentlich ist eigentlich gar nicht so vielleicht so schwierig oder so aufwendig, wie man es gedacht hat. Aber es ist halt oft dann die Emotion im Voraus, wenn man dann davor steht. Und dann ist eigentlich der beste Tipp, einfach zu machen und auch vielleicht einen kleinen Step zu machen. Ne? Weil ich denke, dass viele Leute, wenn sie zum Beispiel vor einer großen Aufgabe stehen, die große Aufgabe an sich sehen und anstatt so, lass mich einfach mal nur 10 Minuten anfangen damit. Und wenn man einmal 10 Minuten angefangen hat, dann ist man manchmal schon so im Flow, da macht man 20 Minuten, 30 Minuten und auf einmal ist man nach 2 Stunden fertig und denkt sich, ja, was war denn der Big Deal? Das geht mir ganz oft so, du hast eine Riesenaufgabe, ein riesiger Berg und du guckst dir diesen Berg immer an, aber du fasst ihn nicht an. Und dann gehe ich irgendwann hin und sage, so, jetzt fasse ich ihn mal an und dann stelle ich auf einmal fest, das ist gar kein Berg. Das war ein großer Schatten, den dieser Haufen da geworfen hat. Aber das ist gar kein Berg gewesen, das war ein Haufen. Das passiert ganz oft. Wir gehen an Dinge ran und denken, boah, wie groß ist das? Also ich habe das manchmal nach den Seminaren, dass die Teilnehmer sagen, ja, Abschlusstechniken als Verkäufer oder Einwandbehandlung, sowas muss ja wachsen, da muss man sich ja auch ein paar Jahre Zeit geben. Da gucke ich die Leute an und sage, was für ein Bullshit. Also abschließen bringe ich dir in einem Vormittag bei. Und Einwandbehandlung, wenn wir beide das unter 4 Augen machen, hast du nach einem Tag drauf. Nach einem Tag bist du schmerzfrei in der Einwandbehandlung. Und nicht kennst du es, sondern du kannst es. Du kannst es. Und viele sagen dann, ja, das muss wachsen, das braucht Zeit. Nee, muss es nicht. Geh konzentriert ran. Ich weiß genau, wie es geht und dann kannst du es. Wir machen bei der Vertriebsoffensive, das ist dieses 2-Tages-Event, da machen wir 2 oder 3 Live-Interventionen, Live-Coachings. Ich stelle in einem Vortrag vor, wie schließt man ab und am nächsten Tag hole ich mir jemanden auf die Bühne und sage, wer hat Lust, das mit mir mal zu lernen, zu üben. Und dann kommen Leute, die es echt nicht können und du beobachtest das als Teilnehmer, du siehst das, wie die sich am Anfang schwer tun. Und nach 20 bis 40 Minuten gehen die von der Bühne und können closen. Und das Publikum sitzt da und denkt, ey, wenn der dem das in 40 Minuten beibringt, ey, dann schafft er es bei mir ja in 20 Minuten. Scheiße, wieso kann ich das noch nicht? Das ist dann der spannende Effekt dabei. Sehr gut. Und ja, ich will natürlich auch den Link zu deinem Event in den Shownotes posten, dass Leute dann sehen können, wann das nächste Event ist, je nachdem, wann die das hören.
Und du hast ja auch ja, zwei Bücher jetzt, die aktuell sind. Einmal Entscheidung Erfolg und Sieger. Sieger zweifeln, genau. Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Und das ist ja dann auch wieder dieses, dass man einfach machen sollte und starten sollte. Und sehr oft ist auch diese Angst im Kopf und man und auch diese Vorstellung von dem, was man selbst kann oder was man beigebracht bekommt von der Außenwelt, was man nicht kann und dass man denkt, ja, ich bin zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, eine Frau, ein Mann, schwarz, was auch immer. Und diese Zweifel machen, dass man gar nicht erst tut und dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man nämlich kein Ergebnis bekommt und dann bleibt man in seiner Wahrheit und in seiner Realität und fragt sich, wie machen die anderen das? Und dass eine der besten Methoden ist, einfach zu starten und loszulegen und es rauszufinden auf dem Weg. Und es ist jetzt natürlich sehr stark zusammengefasst, aber das ist halt das Hauptthema in diesem Buch. Ja, also ich sag mal, der erste Schritt ist, triff eine Entscheidung, weil deswegen heißt das Buch Entscheidung Erfolg. Zuerst mal musst du eine Entscheidung treffen, was du tust, was du nicht mehr tust. Was du nicht mehr tust, ist ganz wichtig, the not to do. Und dann ist es getreu deines Mottos, mach es einfach. Ne? Mach es einfach, dann mach es. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann mach es, setz es um, komm ins Handeln. Also das Entscheidung-Erfolg-Buch, 140 Seiten, schaffst du an einem Nachmittag auf dem Sofa, wenn du ungestört bist, das durchzulesen, dann brauchst du nochmal einen Nachmittag, um es durchzuarbeiten und dann brauchst du ein paar Monate, um das, was du darin lernst, auch umzusetzen. Das Buch gibt es nur gegen Portokosten, kannst du auch gerne verlinken, also nur gegen Portokosten, ich glaube 5,95 Porto und Logistik. Und das Buch an sich ist gratis. Und Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht, ist genau das Gegenteil. Nämlich ist es ein 470 Seiten dickes Buch mit ganz vielen Anekdoten, Beispielen, mit ganz vielen Interviewausschnitten zum Thema Erfolg und warum du das richtige Mindset brauchst. Das Buch, da bist du bei mit 25 Euro. Die hätte ich gern dafür, 25 Euro. Und kannst du auch einen Link posten. Das ist das aktuellste Buch, was ich habe. Das ist im Dezember, Mitte Dezember ist das rausgekommen. Ja. Okay, das ist für jeden, der erfolgreich werden will und für sein eigenes Mindset genau da vorankommen will. Und dann für jeden, der im Verkauf und Vertrieb besser werden will, ja, da ist die Vertriebsoffensive. Ist jetzt, gut, dass du es so ansprichst. Jetzt denken vielleicht manche, ja, aber ich bin ja kein Verkäufer. Ich bin ja Personal Trainer. Ich bin ja Lehrer. Warum soll ich jetzt, warum soll ich verkaufen lernen? Und das ist der große Denkfehler. Nämlich, wenn du Personal Trainer bist, dann ist die Frage, wie ausgelastet bist du? Bist du durchgetaktet mit entsprechenden Kunden, die du betreust? Und wenn du sagst, ja, ich bin schon da sehr erfolgreich und ich habe da schon extrem viele Kunden und viele Termine jeden Tag, alles klar, dann ist die Frage, wie sieht das mit deinem Preis aus, mit deinem Honorar? Ist der so hoch, dass es wirklich Spaß macht? Ist der auch eine Form von Wertschätzung für dich? Weil jemand, der ständig ausgebucht ist, ist einfach zu billig, so einfach ist das Spiel. Ja, so. Es ist nicht nur für Verkäufer, weil wir alle Verkäufer sind. Als Lehrer musst du die Schüler überzeugen, dass sie überhaupt Bock haben, an deinem Unterricht teilzunehmen und zuzuhören. Du musst sie überzeugen. Als Arbeitnehmer musst du zukünftige Arbeitgeber überzeugen, dass sie sich einstellen. Das Vorstellungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Wenn du Single bist, musst du verkaufen können. Du musst dich verkaufen als den idealen Partner. Verkaufen im Sinne von, du musst den anderen überzeugen, dass du der richtige Partner bist. Du musst den anderen motivieren, dass der sagt, jo, du bist es, mit dir will ich jetzt Zeit verbringen. So, das haben wir in allen Situationen, überall da, wo du mit anderen Menschen zielgerichtet kommunizierst, verkaufst du, überall da, wo du deine Ziele, deine Wünsche, deine Visionen kommunizieren willst, verkaufst du. Deswegen, wir haben bei der Vertriebsoffensive, ich würde sagen, 50% Menschen, die mit Verkaufen ihr Geld verdienen. Und wir haben 50% Menschen, die einfach neugierig sind, weil sie sagen, ich will besser kommunizieren, deswegen gehe ich dahin. Wir haben, was weiß ich, Medizinstudenten, wir haben Piloten, wir haben alles Mögliche da,
weil die Menschen sagen, das ist cool, was du hier lernst, das kannst du überall im Leben sinnvoll einsetzen. Also nicht nur für den Profiverkäufer. Ja, das ist sehr wichtig, denn es ist ja so, dass zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, man hat eine Hilfsorganisation und man möchte einfach vielen Menschen helfen, da muss man ja auch vermarkten können. Und ich denke, einer der ersten Steps, bevor man jemanden überzeugen kann, ist überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn die Leute nicht wissen, dass es da eine Hilfsorganisation gibt oder du nicht vernünftig kommunizieren kannst, kannst du auch nicht so viel Menschen helfen, wie du helfen willst. Das heißt, also dass man wirklich, also dass jeder das auf seine Situation, auf sein Business, auf sein Kommunikationsproblem anwenden kann, um da erfolgreicher zu werden. Also dafür ist die Vertriebsoffensive. Perfekt. Super, dann werde ich das auch verlinken. Und vielen Dank, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Und ich habe auch für mich da noch so ein paar Sachen nochmal rausgenommen und auch viele Sachen, die ich noch gar nicht wusste, die du mitgeteilt hast. Und es ist auch beruhigend zu sehen, dass du auch manchmal diese Momente hast, wo du Sachen aufschiebst und keinen Bock drauf hast und dich selbst dann nochmal überwindest. Weil es immer für Leute von außen, wenn sie Menschen sehen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die erfolgreich sind, wo man den Track Record sehen kann, von außen wirkt es dann immer so, als ob die die ganze Zeit nur im Bismo sind und es gar keine Zweifel gibt und keine Momente gibt, wo man auch selbst mal irgendwie vielleicht nur so eine ruhigere Phase hat. Und das Wichtigste ist einfach immer wieder weiterzumachen und für sich selbst, an sich selbst halt nicht zu zweifeln, auch wenn man solche Momente hat und weiterzugehen. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Zeit hier, Dirk. Und das letzte Wort ist, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und es gibt all die anderen. Und jeder, der jetzt noch zuhört nach diesem langen Gespräch, dem rate ich, gehört zu den Ersten, gehört zu denen, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und guck, dass du agierst, dass du ein aktives Leben hast und nicht passiv und nur reagierst. Erfolgreiche Menschen reagieren ganz, ganz wenig und agieren viel mehr. Es gibt so einen schönen Spruch aus dem Englischen, I don't want to be a spectator, I want to be on the field. Also sei nicht der, der sich von außen einfach nur immer anguckt, was die anderen machen, wie die anderen erfolgreich sind, wie die anderen ein glückliches Leben führen, sondern sei selber auf dem Feld, sei selber in deinem Leben der Spieler, der Hauptakteur. Das ist mein letztes Wort. Ben, vielen Dank für die Einladung. Danke dir, Dirk. Und an jeden da draußen, Sieger zweifeln nicht und Zweifler siegen nicht. Also geh da raus, mach es einfach und mach es einfach. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, bitte schreib mir eine E-Mail oder schreibe mir auf Facebook. Ich habe übrigens eine geschlossene Facebook-Gruppe für diesen Podcast gegründet, wo ich Audios, Videos, Livestreams teile, eure Fragen beantworte zu den Themen im Podcast und wir uns untereinander supporten und pushen können. Um sie zu finden, gebe einfach Mach es einfach und Mach es einfach bei Facebook ein. Und wenn dir der Podcast geholfen hat oder dir gefällt, hinterlass mir bitte eine Bewertung auf iTunes. Somit kann der Podcast mehr Menschen erreichen und wachsen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und vergesse niemals, ein Schüler des Lebens zu sein. Egal, wo du gerade stehst im Leben und was heute auf dich noch zukommt, vergesse niemals. Es gibt keine Probleme, nur Gelegenheiten. Gelegenheiten zu lernen und zu wachsen. Du hast die Macht, aber nur, wenn du machst. Also mach es einfach und mach es einfach.